So Leute, ich bin's mal wieder nach etwas längerer Zeit hier. Wir haben jetzt mittlerweile das Hallenbad gewechselt. Das andere wird saniert, deshalb ein bisschen improvisieren hier. Und jetzt gibt's mal wieder ein paar neue Technikübungen. Und zwar werden wir einfach nochmal ein paar Basic-Videos jetzt machen in nächster Zeit. Heute geht's los mit dem Abschlagschwimmen im Kraul. Das nächste Video wird dann dazu Wechselzug, weil viele Leute denken, dass Abschlag und Wechselzug das gleiche ist. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt ein paar feine Unterschiede. Aber die Übungen haben natürlich auch viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel kann man mit beiden Übungen natürlich den Beinschlag intensiv schulen, weil man einfach bei beiden Übungen einen intensiven Beinschlag benötigt, der pausenlos stattfindet. Dann macht man natürlich mit beiden Übungen eine gute, also man übt gutes Wasserfassen, man übt einen langen Abbruch, einen langen Zyklusweg und natürlich einfach das weite nach vorne greifen beim Armzug. Nun hat man aber beim Abschlagschwimmen einfach doch den Unterschied, dass man wirklich so nach vorne greift und einfach immer überstrecken muss, immer übergreifen muss und einen Arm auf den anderen legt. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze im Wasser aussieht. Bis gleich. So, jetzt nochmal ein paar feine Unterschiede. Wirklich beim Abschlagschwimmen muss man warten, bis der eine Arm auf den anderen liegt. Und erst dann fängt der nächste Armzug an, schaut, dass der Armzug wirklich dann oben an der Wasserflosse, an der Wasseroberfläche ansetzt, mit dem Wasser fassen und nicht irgendwie beide Arme schon weit unten im Wasser liegen. So verschenkt man einfach wertvolle Zuglänge und dann wirklich druckvoller Armzug, Ellenbogen vorhalte, Zugphase, Druckphase bis ganz nach hinten und Rückholphase möglichst mit hohem Ellenbogen. Nochmal eine Bahn. Das ist wirklich nochmal ein Tick schwerer als das Wechselzug. Der Arm bleibt einfach nochmal etwas länger liegen. Du musst wirklich warten, bis man den Armzug vorne hat, beide Arme aufeinander. Und ganz wichtig, man muss auch immer extrem die Körperspannung halten, sonst ertrinkt man einfach halt. Also das ist keine einfache Übung. Da muss man ein bisschen Gas geben, auch mit dem Beinschlag, dass die Wasserlage passt. Mit Flossen, ganz guter Tipp für Anfänger, zieht euch Flossen an, da wird es viel leichter für euch. Das war es auch schon wieder mit einem weiteren Basic-Video hier aus unserem Hallenbad. Und das nächste Video kommt bald. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch das Video geholfen hat, dann gebt mir noch einen Daumen hoch. Abonniert den Channel, wenn ihr es noch nicht schon längst gemacht habt. Und bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.